Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Im letzten Part, nachdem wir einen Nebenjob erfüllt haben, war es endlich soweit. Natara und Sianna hatten es geschafft, die Zugangskarten so hin richtig zu platzieren, dass wir das Magda-Portal zum Riesengletscher beschwören konnten. In der Zeit hatten wir Lose gezogen. Es wurde herausgestellt, es ist herausgestellt, wie auch immer, dass Dumisel hier bleiben soll. Aber nun sind wir soweit. Wir wollen jetzt endlich mit dem Magda-Portal dorthin. Nach Taramsian sind schon vorgegangen. Und Imolga sagte, ich bleibe hier und Dumisel soll mit zum Riesengletscher. Und es hat mal eben den Platz getauscht. Imolga! Auf, dass es eine unvergessliche Reise für dich wird. Erlebe ein ganzes Abenteuer und kehre dann wieder ins Paradies zurück. Die Erinnerungen daran werden dich ein Leben lang begleiten. Lerne aus den Erfahrungen dieser Reise. Leute, bitte, passt mir gut auf Dumisel auf. Imolga! Imolga! Nein, Imolga, das darfst du nicht machen! Imolga! Es ist zu spät. Damit ist es klar. Ich wünsche dir allerbeste Reise, die man nur haben kann. Bis bald. Tja. Respekt, Junge. Du hattest das bestimmt von Anfang an so vor, nicht wahr? Kopf hoch, Imolga. Komm, gehen wir zurück zum Zentrum. Dreht zur Aufmunterung am Fahrroulette. Okay. Tja, wohl keine andere Wahl. Damit hat es sich doch ganz anders ergeben als geplant. Beziehungsweise, das war eigentlich der Plan von Imolga. Dass egal, wer jetzt noch rausfliegt, dass Imolga dann hier bleibt. Und dann Dumisel seine große Reise beginnen kann. Wo sind wir? Ist das der Dungeon? Der entstand, als die Erdseen mit den Zugangskarten manipuliert wurden? Es ist so dunkel. Man sieht ja gar nichts. Ich höre Stimmen von dort drüben. Das klingt wie nach Tara. Von dort drüben? Wo genau ist dort drüben? Na hier. Folgt mir einfach. Aber passt auf, wo ihr in der Dunkelheit hintretet. Alles klar. Ach, das sind sie ja. Da seid ihr ja. Ja. Imolga. Dumisel. Ich kann immer noch nicht glauben, was Imolga da getan hat. Geht mir genauso. Wieso könnt ihr alle meine Gedanken lesen? Ich verstehe das nicht. Er hat uns in allerletzter Sekunde alle damit überrascht. Das war unfair. Aber er hatte keine andere Wahl, als es so zu machen. Und deshalb... Verstehe. Letzten Endes war es also Imolga, der im Paradies zurückgeblieben ist. Sicher, wir mussten jemanden zurücklassen, aber es ist trotzdem bitter. Ja, aber wir... Wir dürfen Imolga jetzt nicht enttäuschen. Ja, ich weiß. Er will bestimmt, dass ich... Er will, dass wir alle ein denkwürdiges und großartiges Abenteuer erleben. Wir müssen seinen Wunsch respektieren und frohen Mutes voranschreiten. Du hast recht. Imolga wäre sicher böse, wenn er uns hier Trübsal blasen sehen würde. Du sagst es. Also auf, sehen wir doch mal, was uns hier erwartet. Wir müssen alle an einem Strang ziehen und diese Expedition zu einem Erfolg machen. Alles klar. Zu sechs gehen wir dann los. Die Frage ist, wie teilen wir uns da irgendwie auf? Weil zu sechs zusammen in einer Gruppe ist ein bisschen viel. Nach Tara! Ist das nicht... Das ist noch nicht der Riesengletscher, da bin ich mir sicher. Ja, kein Zweifel. Das ist der Eingang zur Geo-Schlucht. Bis jetzt verläuft alles ganz genauso, wie wir es uns vorgestellt hatten. Gut. Ab hier wird es spannend. Wir sind im Begriff, einen mysteriösen Dungeon zu betreten. Und weil er durch Manipulierung der Erdseele mit den Zugangskarten entstand, kann auch niemand sagen, wie mystisch er wirklich ist. Ich weiß nicht, was da drin passiert. Also lasst uns vorsichtig sein. Alles klar. Ach ja, wegen einer anderen Sache mache ich mir noch Sorgen. Diese Pokémon, die euch überfallen haben nach Tara, könnten sie uns womöglich auch hier angreifen? Ich verstehe. Ihr habt ja auch jetzt Raststadt verlassen, da könnten sie euch wieder angreifen. Deswegen braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Die mit den Zugangskarten erzeugten Dungeons sind sehr speziell. Solange niemand genau dieselben Karten benutzt, um hier reinzukommen, sollte es keine Möglichkeit geben, uns zu finden. Wirklich? Dann haben wir ja nichts zu befürchten, was? Meinen Berechnern zufolge müssen wir nur diesen Dungeon durchqueren. Das bringt uns über die Gletscherspalten und somit zum Fuße des Riesengletschers. Wir sollten uns in zwei Einsatzteams aufteilen. Flooper, du leitest ein Team. Der Rest bildet das zweite Team. Die Mitglieder des Einsatzteams kannst du immer am Eingang des Dungeons ändern. Flooper, triff bitte deine Wahl. Alles klar. Dum, dum, dum. So, eigentlich brauche ich ja gar nicht nach Items und Geld gucken. Wir haben ja alles eigentlich. Obwohl, stimmt, Defense-Schall und Wankelband.
Das muss ich eh noch ein bisschen umändern. Ja klar, Flupsi ist so bei mir im Team. Weil ich jetzt das Team mehr umstellen kann, sind somit die Bänder frei. Das muss ich also auch gleich im Dungeon übernehmen. Jetzt die Frage, wen nehme ich mit? Das muss ich entscheiden, sobald ich nach oben gehe, ne? Ich glaube ja. So. Eigentlich ist es natürlich jetzt praktisch, wenn ich Psyana nach Tara mitnehmen kann, oder? Oder kann ich nur drei mitnehmen? Einsatzteam erstmal zusammenstellen. So. Also, Flug und Flupsi sind sowieso in einem Team. Jetzt kann ich auswählen. Ja, ich kann zwei mitnehmen. Und eigentlich würde ich jetzt gerne nach Tara und Psyana mitnehmen. Ich glaube, das mache ich auch. Dumis ist jetzt noch auf Level 8. Weil wir ihn ja nicht gelevelt haben, aber der soll das zusammen mit Virium eigentlich schon schaffen, ne? So, Psyana und nach Tara nehme ich jetzt deshalb mit, weil wir sie noch nie im Team dabei hatten. Und warum eigentlich auch nicht? Obwohl es natürlich praktisch ist, jetzt wo wir die V-Welle Kampf haben, dass Virium nicht dabei ist. Na, ist ja auch egal jetzt eigentlich, ne? So gehen wir zum Dungeon. Geoschlucht U1. So, und gleich ein Ganyu bei uns rechts daneben. Ich kann erstmal die Items lehnen. Defense Char gebe ich mal. Was war das Mankelband nochmal? Einsatz unterschiedlicher Attacken erhöht die Volltrefferquote. Da muss ich aber erstmal gucken, wer von euch überhaupt verschiedene Attacken kann. Sandwimmel kann ich wegmachen. Sternschauer, Konfusion, Ruckzuckhieb. Du hast Ruckzuckhieb, Verfolgung, Konfusstrahl. Da macht es ja mehr Sinn, wenn es bei Psyana das Wankelband ist, ne? Wankelband bei Psyana. Hast du auch Konfusion? Achso, dann wird automatisch angegriffen, okay. Warte mal kurz. Zacken. Okay, Ruckzuckhieb, Verfolgung, Konfusstrahl. Ja, ja. Mit beides, Sandwimmel, okay. Kriegst du einen tiefen Schal nach Tara. So, alles klar. Dann macht sie mal fertig hier. Denn schau, so stark seid ihr alle nicht wirklich im Vergleich zu uns jetzt. Wir sind zwar vier Level unter euch, aber trotzdem. Ah, die können wir trotzdem reinhauen hier. Und ich bin zurückgeschreckt. Das ist natürlich super. Endlich besiegt. Pikachu, also von Psyche erstmal wieder die normalen Werte. Aua, hör mal auf hier. Drachenwut und ich treffe natürlich nicht. Und das tat mir zu sehr weh. Schnell mal so Schaden kriegen kann, ist ja unglaublich. Und Psyana hat nicht wirklich viel KP. Das gefällt mir nicht. Wie viel Schaden hast du jetzt bekommen? Reicht das aus? Nee. Ah, du hast jetzt auch noch 4 KP. Das ist blöd. Gleich eine Singlebeere essen. So, hier bist du. Ja, sieht gar nicht mal so einfach aus, hier zu kämpfen. Alter, wie viel hältst du denn bitte aus? Das ist ein Sternschau-Battle hier. Hallo? Gehst du mal K.O. da oben? What? What? Volltreffer, super. Ach, V-Welle. Scheiße, V-Welle-Kampf. Ah. Endlich ist er K.O. Scheiße. Ah, das ist ja blöd. Jetzt haben wir einen Belebersamen verschwendet und eine Singlebeere. So schnell kann es gehen, Leute. Alter Schwede. Da kommt es uns wirklich nicht zugute, dass wir hier die V-Welle-Kampf haben. Den Fuß sind hier sehr gefährlich. Sieht man mal wieder. Ich wusste jetzt nicht, ich konnte jetzt nicht erwarten, welche Pokémon hier und da sind. Das ist so blöd mit dem Umschalten immer. Das ist mein Donnerschock, du kriegst genug Schaden. Ja, tatsächlich. Du bist eine leichte Beute. Oh. Jetzt muss ich echt aufpassen. Doppelhieb macht mehr Sinn. Ne, du hast ja Schutzschild aktiv. Macht ja also gar keinen Sinn. Das macht insgesamt mehr Sinn. Ja, super, ich muss auf jeden Fall wieder Singlebein fressen. Scheiße. Der macht ein bisschen zu viel Schaden, wie ich finde. So viel Druck hatten wir bisher noch nicht. Okay, aber ich mache genug Schaden, Gott sei Dank. Setz mal Sandkrab ein. Ich krieg viel zu viel Schaden, Leute. Ich kann mich nicht mal mehr bewegen und ich treffe jetzt auch nicht immer. Ja, das ist ein Thema. Okay, zumindest mit dem Tauschen, ja, kann ich. Besser, wenn du migrierenden Schaden machst, als würde ich überhaupt nicht treffen. Ah, es tut aber trotzdem weh. Und das ist natürlich jetzt blöd. Ach, das ist nur die Donnerschlag aktiv, das ist natürlich auch blöd. Dann macht lieber Donnerwelle und Ruckzuckhieb. Wieso habe ich das denn ausgeschaltet? Was? Ach, das war noch vom Bosskampf. Stimmt ja, da war ja was. Ah, das tat zu sehr weh. Ja, Leute, das war jetzt die dritte Singlebeere. Jetzt haben wir gar keine mehr. Das war U2. Ich freue mich. Meine Güte. Donnerwelle erstmal. Nee, es bringt auch nichts. Oh, scheiße, macht das viel Schaden. Warte kurz. Ich kann es mir nicht leisten, hier irgendwie... Ich setze ihn auf Ruckzuckhieb, ich kann aber auch nicht mit dem wechseln. Das ist jetzt auch blöd. Nein, treff! Nein! Ich kann auch nicht mit der tauschen. Was mache ich denn jetzt?
Ich will keinen Belebersamen verschwenden jetzt. Wie blöd ist das denn? Komm schon, hau zu und triff. Nein, natürlich nicht. K.O. Ja, geil. So. Und hättest du getroffen. Aber mit Lebensschelle sind mir immer die Genauigkeit. Super. Alle drei Belebersamen gefressen und zwei. Alle drei Sinibären gefressen und zwei Belebersamen verbraucht. Das auf U2. Das ist ja eine Statistik, die ich ungern sehe. Nur sehr, sehr ungern. Und das schon wieder in den Fu. Ich muss kurz wieder Attacken setzen. Das ist echt blöd. Das sind ja zwei Pokémon. Ach super, du hast ja auch so eine schöne Attacke. Ist das blöd. Attackensperre? Mutation, das gefällt mir gar nicht. Sie sollen herkommen jetzt. Kommt her. Der fast. Ja super, Leute. Linfu macht gleich viel zu viel Schaden. Ach, super, treff doch mal alle. So, komm. Ach, du bist besiegt. Gut. Nein. Oh. Du machst viel zu viel Schaden. So, kannst du mich jetzt mal treffen? Ja, gut. Alter Schwede. Was bist du für ein Viech? Nein, das nächste Linfu. Scheiße. Ah, was mache ich denn jetzt? Ich bin hier echt ein arger Bedrängnis, Leute. Hätte ich das geahnt? Das ist eine Donnerwelle. Das ist schon mal gut, du bist paralysiert. Alter Schwede. Die machen viel zu viel Schaden, Leute. So. Soll ich mich schon mal um... Ja, ich... Super. Ich wollte mich erstmal um dich kümmern. Okay, weil du machst noch kaum Schaden. Ja, ja, ja. Sonst wirbel mich erstmal. Super. Und reicht. Leute. Also, ich finde das irgendwie nicht so schön. Ich muss erstmal KP heilen. Ich kümmere mich erstmal um den Gegner da. Auch wieder ein Granovil. Ich glaube, nächstes Mal nehme ich Viridium mit. Das ist dann doch besser. Alter Schwede. Ich muss echt aufpassen. Ich muss das alles wieder auffüllen, sobald wir dann zum nächsten, bei der nächsten Truhe angekommen sind. Und ich muss unbedingt wieder ein Wunderfeld finden, irgendwie. Irgendwo? Wunderfeld? Hallo? Da. So, aber ist ja auch egal. Treppe ist sogar noch besser. U4 in der Geoschlucht. Ach Gott, war nicht so gut, die da hinzugehen. So. Zugeht, dann kann ich erstmal gleich mit... Das macht viel Schaden, das ist gut. Nee, ich wollte den Gegner... irgendwie anvisieren. So, Drachenwut. Und ruckzucki. Ja, das reicht. Sehr gut. Das war blöd. So, macht mir bitte Schaden. Ordentlich. Sehr gut. Ich mach auch Schaden. So gut, dass es so reicht. Aber wir müssen verdammt viel Schaden machen insgesamt. Aua. Nein, hör auf mit diesen Multi-Attacken. Das mag ich gar nicht. Sehr schön. Volltreffer zwischendurch. Und Level von Plupsi auf 17 angestiegen. Sehr schön. Und die Werte steigen mal wieder in unglaublicher Geschwindigkeit in die Höhe. Wenn sie ein bisschen stärker steigen würden, das wäre noch super. Ja, einen Spezialangriff brauche ich nicht. So, Sinibär, ja, die brauche ich. Die brauche ich. Gut, dass es die hier gibt. Oh Gott, Leute. Was ist das denn für eine Ebene? Sieht ja jetzt schon schrecklich aus. Wenn du zuschauen, wenn ich jetzt die Treppe sofort finden würde. Oh Gott, Leute. Ich habe viel zu erkunden jetzt. Wenn es so weitergeht... blöd. Na, Linfu wieder. Müssen wir mit zu viel am besten angreifen. Das macht immer noch am meisten Sinn. Ja. Mittlerweile sind sie doch nicht mehr so gefährlich, seitdem ich jetzt auf der Hut bin. Oh Gott, jetzt sind jetzt weiter. Super, ja. Sind doch mal jetzt super, super, super. So. Doppelhieb aufgepoliert und du bist irgendwie weggegangen. Das Toxipad ist... Ach, du bist da. Ah, super, mach Schutzschild, ja, mach super. Dann mach erstmal ein Idler und ich mach Doppelhieb. Nein. Dann möchte ich auch bitte komplett treffen. Gib mir Zeit. So, das reicht. Wir verfolgen jetzt irgendein Pokémon und es ist ein Linfu. Doppelhieb. Ruckzuckhieb. Mach nicht zu viel Schaden, bitte. Doppelhieb. Okay. Solange wir nicht zum Angriff kommen lassen, ist alles gut. Dann sind wir noch in Überlegenheit. Gut, mein Lieber, ach, das war's dann heute für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder.
und gehen weiter durch die Geoschlucht und in der Hoffnung, wir kommen bald beim Riesengletscher an. Unversehrt möglichst. Bis zum nächsten Part, bis dann und auf Wiedersehen.